Hey und schön, dass du dabei bist bei der Meditation für Selbstliebe. Es ist wichtig, dass wir unseren Geist wie einen Muskel trainieren, und zwar darauf, dass wir bestimmen, was wir sehen wollen und was wir denken möchten. Der Geist ist da, um dich zu beschützen, aber oft brauchst du ihn gar nicht im Alltag und er möchte Arbeit haben. Und dann fängt er an, sich Geschichten auszudenken und dich vor etwas zu beschützen, das gar nicht da ist. Oder vielleicht auch vor Dingen, die nicht mehr so passieren. Das heißt, es ist wichtig, seinen Geist immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen und zu wissen, dass du ihn selbst kontrollierst. Trainiere deinen Geist wie einen Muskel, als würdest du ins Fitnessstudio gehen, um fitter zu werden. Das funktioniert auch mit deinem Geist. Trainiere es auch, dein inneres Licht zu sehen. Dieses positive Bild von dir, das wir jetzt in der Meditation ansehen werden. Was du von dir denkst, das wirst du. Übernimm die Kontrolle über deinen Geist, deinen Körper und dein Leben. Wiederhole diese Meditation gerne regelmäßig und wenn du gerade in einem Gefühl von Ablehnung gegen dich selbst bist, auch gerne mehrmals täglich. Je öfter du diese Übung machst, desto leichter wird es dir fallen, das Positive in dir zu sehen und Dankbarkeit und Glück zu spüren, wenn du dich selbst mit Liebe betrachtest. Heute sprechen wir unser Herzchakra für die Selbstliebe und die Offenheit unseres Herzens an, aber auch unser Stirnchakra, das für unsere Visionen zuständig ist, um eine positive Vision von uns selbst in unserem Unterbewusstsein zu verankern. Hierfür suche dir bitte eine bequeme Position, entweder im Sitzen oder im Liegen, und dann geht es schon los. Spüre noch einmal nach, ob es wirklich bequem ist oder ob du noch etwas verändern möchtest. Nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper und nimm wahr, ob es noch angespannte Bereiche gibt. Und überall dort, wo du noch Anspannung in deinem Körper findest, kannst du sie jetzt lösen, soweit das für dich möglich ist. Wenn Gedanken auftauchen, darfst du sie loslassen. Sie ziehen vorüber. Wie Wolken am Himmel kommen und gehen einfach wieder. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte einen Moment den ganz eigenen Rhythmus deines Atems, ohne ihn zu beeinflussen. Atme ein und aus. Und nun bitte ich dich, deine Hände, deine Handflächen aneinander zu reiben, bis du spürst, wie sich Wärme zwischen ihnen entwickelt, sodass deine Handflächen ganz heiß werden und sich dadurch auch deine Handchakren aktivieren und du Energie in deinen Händen spürst.
Reibe sie eng aneinander, so schnell wie du magst und wie es sich gut anfühlt. Und wenn deine Handchakren aktiviert sind, deine Handflächen ganz warm gerieben, schließe deine Augen und lege deine Handflächen darauf. Bade deine Augen in totaler Wärme und Dunkelheit. Spüre die Energie, die aus deinen Handchakren und deiner Hand kommt, wie sie übergeht in deine Augen und wie deine Augen sich langsam beruhigen und auch ganz warm werden. Nimm ein paar langsame, tiefe Atemzüge hinein in die Ruhe und Stille. Und lasse nun deine Hände wieder neben deinen Körper gleiten und lege sie dort bequem ab. Nun lade ich dich ein, dir einen wirbelnden, indigo-blaufarbenen Energie- oder Lichtball in der Mitte deiner Stirn vorzustellen. Spüre diesen indigo-blauen Energieball ungefähr da, wo dein Stirnchakra ist, zwischen deinen Augenbrauen. Und wie er wirbelt. Und in diesem Ball befindet sich alles, was du je gesehen hast. Alles, was du je betrachtet, gelesen oder in diesem Leben beobachtet hast. Nun lasse ein Bild von dir selbst vor deinem inneren Auge auftauchen. Ich lade dich ein, dich selbst so zu sehen, wie du wirklich bist. Kannst du dich selbst sehen? Sieh dich selbst als ein pulsierendes, energiegeladenes Wesen voller Potenzial. Spüre die Energie und die Power, die da drin steckt, die in dir steckt. Sieh das Universum in deinen Augen und den Sternenstaub auf deiner Haut. Du bist Teil dieses Universums, geboren aus Sternenstaub. Höre den Rhythmus der Natur in deinem Herzschlag. Du bist eins mit all den Wesen um dich herum. Und die Natur ist deine Heimat.
dein sicherer Ort. Sieh nur die Schönheit in dir. Es kann sein, dass dein Geist anfängt, dir deine Fehler aufzuzeigen, deine Schwächen und deine Schattenseiten. Dann führe dich selbst zurück, um nur deine innere Gottheit zu sehen, deine reine und liebevolle Seele, und dass das alles zusammen und zu dir gehört. Und erst beide Seiten, hell und dunkel, dich zu einem ganzen Wunder machen. Spüre die Vollkommenheit aus deinen vielen Facetten. Du bist richtig, so wie du bist. Sage dir selbst: Ich bin richtig, so wie ich bin. Ich bin richtig, so wie ich bin. Ich bin richtig, so wie ich bin. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich bin ganz, so wie ich bin. Ich bin genug. Immer wenn dein Geist dir etwas Negatives zeigen will, verweise ihn zurück auf dieses Gefühl. Und zeige ihm, was auch alles liebevoll an dir ist. Und sage dir selbst: Ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich bin genug. Nun, nimm noch ein paar tiefe Atemzüge. Spüre noch einmal nach, wie sich das für dich anfühlt. Bleibe noch kurz in diesem Gefühl. Und dann komm zurück in deinen Raum. Komm zurück in deinen Körper. Beginne ihn langsam zu strecken und zu bewegen. Und öffne in deinem eigenen Tempo deine Augen.